sind wir wieder. Pokémon und der Nuzlocke Challenge. Es geht weiter. Die wilde Rasierfahrt mit Lavados. Zum nächsten Ort und zur Safari-Zone. Armaldo. Kennt ihr nicht? Startpokémon, glaube ich. Sollen wir jetzt testen? Ja, ich glaube schon. Oder auch nicht. Impergator. Kann er Prados nehmen. Kann ich doch mal packen? Ich weiß ja gar nicht. Schauen wir mal. Donnerschock könnte was werden. Drei Level höher. Könnte gefährlich werden. Bist du ja. Paralysiert. Sehr gut. Schön, wenn er den besiegt. Wir riskieren es. Ja, aber. Gut gemacht, einfach aus. EP it in. Jetzt bin ich gesehen, was der egal. Riva. Panzer. Ja, ja, wechseln wir. Zu was, was sehr gut gegangen ist. Snable. Blut, auf, auf. So, okay, ja. Aus 23, nice. Nice. Sorry Leute, aber anders geht's nicht. Ich muss es so machen. Anders kann man hier nicht trainieren. Flügelschlag, komm. Hey. Nice. Beutel. Durchheilen hier. Sehr, sehr nice. Ah. Top Elixire. Relikant, okay. Das ist das Pokémon, was übertrieben tanky ist. Oh.
Nidoking. Oh Gott. Oh. Diese Fuchtelattacke. Schau mal davon. Wir sind wieder bei der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge und wir haben ein bisschen in der Safari-Zone gewütet. Feuerheiler von Borsch, die weg. Genauso. Ihr drei habt keine Items. Item geben. Was haben wir denn? Was können wir dir geben? Ein Item mit Bodenattacken ist Quatsch. Gesteinattacken ist Quatsch. Giftattacken ist Quatsch. Es versteckt Geistattacken. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Fluchtgarantie vor wilden Pokémon. Okay, geben wir dir erstmal das hier, falls wir mal irgendwo in Bedrängnis geraten. So, du kriegst das. Hat noch irgendwas für Geist-Pokémon? Warst das nicht du? Nee. Es versteckt Geist-Attacken. Das kriegst dann du. Und was kriegst du? Unlicht-Pokémon hatten wir, glaube ich, nichts. Gift. Egal, dass er das den Initiative-Wert erhöht. Das können wir einfach so geben. Ein Item, das ein Pokémon zum Tragen versteckt, Gesteinattacken, Bodenattacken. Flugattacken. Und geben wir erstmal irgendwas. Erstmal. Bevor er gar nichts hat, auch wenn er da gar keine Attacken hat. Gut. Wir waren jetzt sehr viel in der Safari-Zone, deswegen gehen wir da jetzt mal nicht mehr hin. Das reicht. Auch wenn das Mewtwo nicht drin geblieben ist. Was schade ist. Wir gucken uns aber trotzdem jetzt mal die Arena hier an. Du. Leitung Koga. Ja. Unsichtbare Mauern. Du kannst ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Schauen wir mal, was er für Spezialtechniken so hat. Zwei Pokémon, ein Knofenser. Level 34. Ist schon ordentlicher als das, was wir bisher so hatten. Sollte trotzdem One-Hit weg sein. Skorgler. Bleiben wir bei. Was? Okay. Ach. Okay. Du gehst mir auf den Sack.
Aber die anderen sind einfach vom Level her noch nicht hoch genug. Probier nochmal einen Flügelschlag. Der geht durch und dann bist du auch weg. So. Das gab wieder guten Money. So, kommen wir jetzt hier hinten weiter. Nö. Dann gehen wir mal zu dem anderen. Was hast du Schönes? Nur ein Pokémon und ein Pichu. Okay, Level 38. Sehr gut, ist komplett weg, denn Elektroattacken wären nicht schön gewesen. Das wäre nicht cool. Wir haben leider ja das Absol nicht mehr. Das Interesse ist nicht ganz auf unserem Level. Okay. Wahrscheinlich finden wir den Weg ganz einfach, indem wir die Gegner langlaufen. Vier Pokémon. Das ist ja unnötig. Ein Kanivania. Level 31. Und tschüss. Ein Graudon. Ja, wir werden jetzt mal wechseln können bei Level 31. Werden wir gleich auf jeden Fall mal heilen müssen. Aber eigentlich ist das Lavados gut genug, um dass wir die Arena damit durchballern. Ein Turtok. Können wir probieren mal Kai aus. Level 31. Blizzard! Bam. Oh. Das war vielleicht nicht so smart. Eisattacken sind ja auch Quatsch. Das sieht doch schon besser aus. Vor allem, weil er keinen Damage so wirklich macht. Sehr schön. 2000 EP ist nice. Wie braver wollen wir wieder zurück aufs Lavados wechseln. Mit Drachenwut wäre, glaube ich, auch gut gewesen. Okay. Dann haben wir 47. So, wir wollen einmal einen Top-Trank benutzen. Nein, nein. Hä? Haben wir keine Tränke gekauft? Wir hatten noch Tränke gekauft. Wo sind meine ganzen Tränke? Ach da, Supertrank. Nein, ich will das nicht. Okay, so. Zack, sehr gut. So.
Wie viele Kollegen hat der Kollege denn? 3 Stück, einen Ritter zum Start. Das war gut. Wir wechseln. Und zwar ich wieder auf Kai. Auch wenn er keine Wasserattacken hat. War nochmal so ein Blizzard. Ein Volltreffer. Unbedingt nochmal so eine TM, Wasser-TM für ihn finden. Level up, aber der Kollege brennt. Sneebel. Eisattacken. Müssten wir damit wegbekommen. So viel Schaden macht brennen. Krass. Ich werde doch wechseln müssen. Das ist mir nämlich zu viel Damage. So, ich kann ja gerade noch gleich wechseln wegen dem Fuchtler. Nicht so gut. Süß. Hätte ich auch was anderes nehmen können vielleicht, aber ist okay so. So, dann müssen wir gleich einmal Feuerheiler nehmen und Kai heilen auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Feuerheiler. Zack. Okay. Zack. Und dann... Supertrank, okay. Zack. Kann ihm direkt noch einen Fang geben. Jawohl. So, weiter geht's. An dir vorbei. Genau, und dann wahrscheinlich zu ihm hier runter. Nein. Den Links haben wir ja schon besiegt. Komm, nicht so viele. Ja, 2 ist okay. Ein Dummiesel. Macho Mai. Level 34. Das machen wir mal lieber direkt weg, bevor es Schaden anrichten kann.
So. Ach, bei dem aber doch noch nicht. Das ist ja... Okay. Den anderen darüber hätten wir uns aber wahrscheinlich sparen können. 2 ist gut. Und Shiggy haben wir noch gar nicht gesehen. Süß. Tot. Will ich gar nicht wechseln. Das ist effektiv. Da müssen wir noch mal heilen vom letzten Kampf, aber das ist okay. Ein Trank. So, dann geht's zum Arena-Leiter. Ich hoffe mal, ich muss hier einfach nur noch hier runterlaufen. So, da haben wir ihn doch. Schlaf- und Giftattacken. 4 Stück. Mit einem Formio fängt er an. Okay. Mein Formio Level 37. Sonntag. Das... Okay für uns. Oh, dadurch verwandelt er sich zu einem Spand. Wir haben noch genug. Wir haben uns Tränke. Das ist ja fies. Und tschüss. So, was hast du noch Schönes? Wenn du ein Wasser-Pokémon auf dem... Amaldo. Ja, wir müssen das mit dem Phoenix hier durchziehen. Wenn das Amaldo uns fies kommen kann, Level 43. Shit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fuck. Ja. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass der Leiter dann so krasse Pokémon schon hat direkt. Das Problem ist, die haben jetzt ja deutlich mehr Level als meine. Oh Mann, das wird, glaube ich, ziemlich schief gehen hier. So, bei 91, dann fehlen 20. Ich glaube, ich gebe mir doch erstmal nur einen Top-Trank. Wait, nee, Top-Trank nicht. Super-Trank.
Schaden macht das. 70. Warum? Warum steigt alles von ihm? Das ist nicht gut, dann... Chill doch mal. Da kommen wir nicht raus, da kommen wir nicht raus. Das Ding kriegen wir nicht kaputt. Ja. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass der so stark sein wird. Gut, dann können wir jetzt das hier machen. Komm, verletz dich selbst. Ja. Oh Mann, ich will da nicht hinwechseln. Aber es wird das einzige Pokémon sein, was das wegmachen kann. Naja, natürlich bist du nicht mehr verwirrt. Das war dumm, gerade nochmal eine. Macht das Sinn? Jetzt fliegen mache, kann er mich nicht treffen, dann greife ich gleich an. Das war ja theoretisch nicht dumm. Wenn er jetzt eher dran ist. Komm. Nice, das machen wir nochmal. Ah nein, heil ihn doch nicht, du... Oh Mann! Ich muss es jetzt so durchziehen. Aquaknarre? Wo ist die denn her? Ja, jetzt müssen wir schon wieder vorsichtig sein. Noch so eine Antikraftattacke und er ist weg. Wir riskieren es. Er heilt ihn jetzt wahrscheinlich. Ja, okay. Das Fliegen ein. Mach ihn weg, komm. Oh Mann. Ich weiß, was danach noch kommt, aber dann haben wir ihn wenigstens erstmal. Meine Fresse. Wir werden wahrscheinlich noch einmal jemanden opfern müssen. Das wenig Punkte. Aber gibt ja für alle. Psyana.
Wir müssen tauschen. Boshi. Okay, das ist Mist. Das ist gut. Ich mache hier wahrscheinlich total den Scheiß und das wäre super viel besser gegangen als das, was ich hier mache, aber sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, du bist wieder voll. Das ist auch gut. Will nicht noch. Nicht mehr so viel Zeug zum Heilen, ne? Du bist noch verwirrt. Das heißt, ich wechsle jetzt. Oder? Was für eine Unlichtattacke hast du? Verfolgung, was macht dich? Leider bin ich mir nicht mehr sicher, was das genau macht hier. Es ist sehr effektiv, aber es hat leider 9 Level mehr. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier. Das ist egal. Nice. Ich weiß nicht mehr, wir setzen Sternenschauer ein. Sternenschauer ist okay. Komm, mach es weg. Muss das sein? Das war auch echt unlucky. So, ich wechsle jetzt auf dich. Weil ich dich auch nicht auch noch verlieren will. Jetzt kommt Sternstauer. Der tut nicht so weh. Okay. Kann eigentlich jede Attacke machen. Dann machen wir Fliegen. Was? Ne, Geburt. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass die Scheiße mich so hier mitnimmt. Aber krass. Vorher war ja immer nur so Level 31 bis 34 und er hat dann direkt schon Level 40 plus. Und das Amaldo ist wirklich fies. Wie pit dieses Gift. Und? Was war wie pit noch? Level 37 nur. Okay. Nicht Paralyse, Alter. Nicht auch noch so eine Scheiße. Das ist klar. Nein. Wir machen wirklich, gehen jetzt voll easy. Einfach mal auf Nummer ganz sicher. Okay. Holy moly. Noch ein Level up. Den Seelenorden. Nice. Bitte, ob wir eine Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte mach dieses Geschenk. TM06. Toxin. Es ist eine mehr als 4 Jahre alte Technik. Muiuiuiui. Kann ich jetzt bitte einfach hier rausgehen? Muss ich echt den Weg?
zurück, den ich gekommen war, habe ich mir nicht gemerkt. Ach komm schon. Das war zu stressig, dass ich mir das jetzt noch gemerkt hätte. Ich bin hier unten hergekommen. Ich will einfach nur hier raus. Scheiß drauf. Ach komm, ich darf hier nicht rausfliegen. So, warte. Nochmal logisch. Ich bin von rechts hier rüber gekommen. Bin dann da und dann da. Irgendwie bin ich hier von oben gekommen. So. Ah, okay. Puh, okay, wir haben das Abra verloren. Das ist scheiße. Aber es ist... Ich dachte, das war's. Also wirklich, das für mich... dachte ich wirklich vorbei, weil das Amaldo war hart. Es war wirklich hart. So, wir haben dir gerade erst noch den Bandsticker gegeben, aber wir haben das vorher nicht geklärt, ob man Items wieder runter machen darf. Deswegen müssen wir dich jetzt leider entlassen. Mia ist frei. Tschüss, Mia. Dann nehmen wir ein neues Pokémon, damit wir wieder voll sind. Was haben wir? 5, 22, 30. Smiltank. Wollten wir das nicht sowieso mitgenommen haben? Dann nehmen wir Kono mit. Mit dem Smiltank. Ich will nochmal gucken. Pudersand, Mondstein. Und ein Macho-Band hat das Stratini. Okay. Nein, nicht weiter bearbeiten. Raus. Nein, raus. Nein, raus. Erstmal heilen. Ganz wichtig. Okay, okay, okay. Nein, ich will nicht nochmal. Danke. So, und was wir jetzt noch machen, ist zu schauen. Du hast... So, TM23. Du hattest nämlich noch ein TM. VMTM öffnen. Mal hier nochmal von vorne durchgucken. Zerschneider, Fliegen, Surfen, Stärke. Surfer. Okay. Können wir dir beibringen. Das machen wir auch, damit du endlich eine Wasserattacke hast. Ja, Eissturm ist eigentlich stark. Ich war nur zu blöd, den vernünftig zu benutzen. So, jetzt hast du eigentlich auch eine Wasserattacke. Stark. So, Toxin haben wir bekommen. So, und Regentanz. Gigasauger. Kann keiner. Ich habe keinen Dings. Frustration. Eisenschweif. Eisenschweif. Du kannst Eisenschweif lernen. Du bist halt gerade noch echt komplett nutzlos, ne? Bringen wir dir mal Eisenschweif bei. Damit wir ein bisschen variabler sind. Donner. Donner, Donner, Donner. Was hast du für Attacken?
Dann geben wir dir die Elektroattacke. Ist wahrscheinlich wieder super dumm, weil ich irgendwie bald dann wieder was Besseres bekomme. Schaufler. Schockwelle, Matschbombe ist auch nice. Wer kann das? Keiner. Felsgrab, Folterknecht, Anziehung, Raub, Wertewechsel, Übernahme. Okay, okay. Okay, das war spannend. Das war die Folge für diese Woche. Wir haben wieder einen Orden mehr, den 5. Orden geholt. Und jetzt wird es wahrscheinlich nicht einfacher. Bis hierhin war es ja doch noch okay. Das war knackig. Bis zum nächsten Mal. Alright. Rein da. Schauen wir mal, ob wir irgendwas fangen. Safari! Erstmal ins Haus rein. Ein geiles Raster aus, Junge. Perfekt. Diese Musik. Haben wir ja. Oh mein Gott, das ist ein Seemops. Einfach jetzt im Safari-Ball geworfen, obwohl ich dich wollte. Perfekt. Stark. Seemops, du darfst in der Safari zurückbleiben. Alpollo. Das wäre cool. Schauen wir mal. Geilen Köder einwerfen. Jetzt raus da. Bam. Chillig. Er frisst sehr wohl. Dann wird man nochmal einen Stein auf den Kopf. Bis das funktioniert. Aber ein Geist wird einen Stein vom Kopf werfen. Raichu. Ist aber. Stark, aber. Digga! Sind aber hier Zeit, dass ihr. Aber hier im Ball bleibt. Ich will es einmal weg. Na, einmal. Mehr wollte ich nicht. Einmal reicht. Nochmal einen Stein vom Kopf, damit du abhaust. Oh, was wütend du? Okay. Wo ist? Chillige Wasser. Jetzt schießt immer noch wütend, ey. Dün, 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 dün. Ich hab bestimmt der Breitschwarzbrett abgehängt. Oh Mann. Zu schnell ab. Diese Pokémon, meine Güte. Alle geil, aber kannst du doch nicht fangen. Kannst du nicht sagen, dass du in diesem Fall hier Ball bleibst. Tengulist. Gutes Fazit-Pokémon auf jeden Fall. Timer-Ball. Schauen wir mal auch weiter.
man. Oh man. Jetzt fangen wir mit B. B. Nicht A, B. Wertewechsel. Okay. Haben wir hier? Mondstein? Ja. Was ist mit dir? Ist ja derselbe, der vorher da unten war. Alter, wir sind nur Tangolist. Mach mein Team nur aus Tangolist sein. Let's on Pokémon. Fuck, ich muss zurück. Egal, wir haben genug Kohle, wir können da noch ein paar Mal rein. Ball, auf. Alles aufmerksam. Beobachte alles aufmerksam. Hier ist Stein vom Kopf. Und jetzt haben wir einen Ball. Easy. Aitara! Wer zu fangen ist, mal richtig hart. Aber es besteht die Chance. Das war sehr knapp. War klar. Fluchtzeit, perfekt. Als gelohnter Weg. Die Schritte zurück. Oh, Sneebel. Sneebel ist auch cool. Eis-Pokémon ist immer gut gegen Drachen. Als Gegner, ja, ja. Würde ich mitnehmen. Wenn es Bock hat. Wie es aussieht, hat es gar keinen Bock. Dann mal ein Stein vom Kopf holen. Bisschen wütend machen, komm, komm. Krasser als Haitara eigentlich. Bleib im Ball! Ist hart. Richtig hart. Schon 10 Bälle noch. Item. Oh, Meisterball. Meisterball ist geil. Safer Fang. Nur gucken, wen. Wie man fängt. Lorblatt. Das habe ich eigentlich schon.
Einfach mal probieren. Oh, hat geklappt. Perfekt. Nidoking, was hatten wir doch vorhin? Stufe 30. Drei, wie ich sagte. Perfekt. Blizzard. Auch gut. Banz. Nachtara, Alter, hier sind ja die geil Pokémon, ey. Muss auf jeden Fall nochmal hier rein. Ich bin ein Freund, ich gebe dir Essen. Ich geh ein bisschen dazu futtern. Bleib da einfach im Ball. Bleib im Ball. Geh einfach nicht. Dann versuchen wir noch. Und. Eins, zwei, drei. Ja. Genau so. Zwei Bälle noch. Okay, die Schritte sind ausgelaufen, aber passt doch. Die Folge ist vorbei. In der nächsten Folge gehen wir wieder rein und schauen, was wir noch mitnehmen können. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.